Ich heiße euch herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Football Manager 2018. Wir sind mitten in der englischen Woche und jetzt steht ein sehr, sehr, sehr wichtiges Auswärtsspiel an gegen den dänischen Meister, dem FC Kopenhagen. Also denke mal, dass das der Meister ist aus Dänemark. Und ja, das ist das Viertelfinale der Champions League. Wir haben den vermeintlich schwächsten Gegner bekommen, beziehungsweise nicht den vermeintlich, sondern rein qualitätstechnisch gesehen ist das halt der schwächste Gegner. Aber sie sind im Viertelfinale. Sie haben eine Runde vor, glaube ich, Chelsea besiegt. Das heißt etwas, deswegen darf man diesen Gegner natürlich nicht unterschätzen. Und die haben den anscheinend den besten Torjäger der Champions League. Wobei hier bei Football Manager auch immer die Quali-Spiele dazugerechnet werden, das darf man nicht vergessen. Und den besten Vorlagengeber. Rasmus Falk. Mhm. Und Piero Sotirio. In ihrer Liga sind die, keine Ahnung wo, aber die sind auf jeden Fall, wie ich schon sagte, Meister. So, in der Aufstellung müssen wir ein bisschen etwas ändern, wie ich es gesehen habe. Guerrero ist gesperrt, deswegen kommen Schmeller rein. Ist gut, dass er eine Halbzeit gespielt hat gegen Braunschweig, damit konnte der ein bisschen Spielpraxis sammeln. Und Götze kommt für Keane auf die Bank, der leider schon diese Saison für Juve gespielt hat in der Champions League. Deswegen darf er für uns nicht mehr auflaufen. Und Mario hat jetzt noch ein paar Tage Zeit, wieder komplett ins Mannschaftstraining reinzukommen. Dann wird er mindestens eine sehr gute Alternative sein von der Bank aus. Und 45 Minuten wird er auf jeden Fall spielen können, da bin ich mir sehr sicher. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie Leipzig sich schlagen wird. Die spielen heute noch nicht, okay, aber Köln spielt in Mainz. Komm, ihr Mainzer, schafft wenigstens ein Unentschieden. Schade, auch in der 89. Minute durch Dominik Heinz. Mann, oh, schade. Und die Bayern gewinnen 5:1. Damit bleibt der Vorsprung auf Köln nur, beziehungsweise beträgt der Vorsprung nur 4 Punkte, aber bei noch 5 zu spielenden Spielen sollte das doch einigermaßen machbar sein, ne? Diesen Vorsprung zu halten. So, Leipzig ein Heimspiel gegen Gladbach. Machbar. Und Freiburg gegen Leverkusen zu Hause gegen Freiburg. Ich denke mal 2 Heimsiege. Oder? Reus verletzt. 1 bis 2 Tage. Okay, gut. Leipzig hat gewonnen. Hattrick durch Enes Ünal. Die haben das Spiel noch gedreht. Und Leverkusen auch ein Heimsieg gegen Freiburg. Also unter den ersten 5 Plätzen hat es nichts verändert, da alle 5 Vereine an diesem Spieltag gewonnen haben. Macht die Sache natürlich schön eng da oben. Wenn man es dann am Ende doch noch schafft, ist es natürlich umso schöner. Also von daher ist es positiv. Nur damit scheint eines klar zu sein. Wenn wir gegen Leipzig am Samstag verlieren zu Hause, dann ist die Meisterschaft mehr oder weniger vorbei. Da wird dann 6 Punkte Rückstand haben, 4 Spieltage vor Schluss. Und das sollte natürlich nicht sein. Das wäre natürlich schon ein herber Rückschlag. Bei einem Sieg sind wir natürlich wieder Erster. Unsere U19 hat in der Youth League das Halbfinale erreicht. Sehr schön. Zusammen mit den Bayern und ein von den 4 Vereinen. Gefällt mir. Die schlagen sich ganz gut. Man sieht, wir haben talentierte Spieler da unten. Unten, okay, unten hört es ein bisschen abwertend gemeint dann, aber halt hier unten, hier unten, so. Novo ist verletzt. 3 Tage bis 2 Wochen und der ist schon 18 Jahre alt. Ui. Schon ganz schön alt. In der Liga, also in der U19, ja, haben wir mehr oder weniger schon die Meisterschaft geschafft. So. Götze ist laut Fitnesstrainer noch keine Option, aber ich werde ihn dann auch höchstens, sofern
es vonnöten sein, auch nur einwechseln. Denn beginnen darf wieder Mikael Cuisance, der natürlich ein sehr gutes Spiel gemacht hat und deswegen sich diesen Startelf-Einsatz in der Champions League redlich verdient hat. So. Ich hoffe sehr auf eine konzentrierte Leistung. Das wird der Schlüssel zum Erfolg sein. Wenn wir schaffen, unser Spiel durchzuziehen, hat Kopenhagen natürlich nicht den Hauch einer Chance gegen uns. Nur müssen wir halt das erstmal auf den Platz bringen. Ich sag gerade schon, der Ball wäre drin. Weil das nicht so gewackelt hat. Das wäre jetzt kein guter Start gewesen. Goretzka mit einer gelben Karte nach 3 Minuten. Auch nicht gerade optimal. Für den restlichen Spielverlauf. Und auch Reus mit einer gelben. Offensiv nach... Hier stand jetzt 13 Minuten noch nichts von uns zu sehen. Hoffen wir mal, dass es sich ändern wird. Und die dritte Chance für Kopenhagen. Und anscheinend jetzt die vierte Chance für Kopenhagen. Noch nichts Gefährliches dabei gewesen, aber von uns kam halt noch gar nichts. Ne? Jetzt vielleicht Goretzka. Sehr schön auf Reus in die Mitte. Oder mach ihn... Ah. Hat er sich da schön durchgespitzelt. Nee, oder Reus mit der Gelb-Roten. Ist das dein... Ach komm jetzt, wirklich. Ach komm. Das meinst du doch nicht ernst. Natürlich. Klar. Eine sehr bescheidene erste Halbzeit von uns. Sehr schön, Jamolenko. Kommt, kommt schon. Haut mal was raus hier. Pulisic auf Schmell. Weigel. Ach. Und damit fehlt uns auch Marco Reus im Rückspiel. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Oh. Ich gehe mal mehr auf Kurzpassspiel. Ich will mehr Kontrolle im Spiel haben. Eine grottenschlechte Leistung unserer Mannschaft. 8:2 Schüsse nach 29 Minuten. Das ist schon eine deutliche Sprache. Laporte jetzt auch mit Gelb. Jamolenko. Ober! Ober! Individuelle Klasse. Sage ich dazu nur. Sehr schön, sehr wichtig. Damit haben wir unser Auswärtstor. Bislang mehr als unverdient, aber das ist mir
Das ist mir egal. Schmelle ist der vierte Spieler mit einer gelben Karte. Sechs gelbe Karten, beziehungsweise sieben, wenn man die gelb-rote von Reus dazu zählt, in einer Halbzeit. Das ist schon ein sehr intensives Spiel. Trotz Führung, ich bin nicht zufrieden. Ich ziehe mal Cuisson weiter nach innen, mehr in die Zentrale, da ich mal ein bisschen mehr Kontrolle im Spiel haben möchte und damit. Und da sind so defensivere Mittelfeldspieler natürlich prädestiniert dafür. Beziehungsweise sehr wichtig, um mehr Kontrolle im Mittelfeld zu haben. Also dafür braucht man halt Spieler im Mittelfeld. Wir können von Glück reden, dass Kopenhagen ihre Angriffe nicht konsequent genug ausspielt. Weil sie nicht die Klasse haben, erst einmal. Weiterhin ein sehr schlechtes Spiel von uns. Viele Angriffe, die ins Leere laufen. Aber dieser anscheinend, hoffe ich mal nicht. Posit Ober. Scheiß schon auf Jamolenko, aber der hat keine Kraft hinter den Ball bekommen. André sieht nervös aus, deswegen tun wir mal Ober nach rechts und Isak ins Sturmzentrum. Einer der am häufigsten getätigten Wechsel, die ich so mache. Könnte man ja vielleicht so eine Statistik machen. Wie häufig habe ich das gemacht? Wie kann der Ball so vorbeikommen? Schmelle, was soll das? Ja, und dann noch so ein Pass in die Mitte zu William Quest. Aber wenn die Kopenhagener das weiter so ausspielen, dann bin ich zufrieden. Ich tue mal Zagadou rein für Schmelle, der gelb vorbelastet ist und ich brauche halt schon noch Spieler, die voll reingehen können. Die restlichen 25 Minuten. Ich habe ja schon Laporte eine Anweisung gegeben, dass er sich ein bisschen zurückhalten soll. Und wenn zwei von vier Abwehrspielern sich zurückhalten soll, ist das jetzt nicht unbedingt so gut. Natürlich kommt er so einfach vorbei an der Abwehr. Das war ja spielend leicht. Als ob die gar nicht da wären. Oh, das war schön gespielt. Aber kein Tor. Was würde ich mich freuen, wenn dieses Spiel so 1-0 ausgehen würde? Wie kann es sein, dass die so einfach nach vorne kommen? Mit langen Bällen. Und die haben Alex Meyer. Den jungen Hüpfer. Der müsste doch schon so 36, 37 sein, oder? Vielleicht mal ein bisschen weiter zurückziehen. Weil die jetzt schon wirklich sehr gefährlich sind nach langen Bällen. Die machen schon ganz gut. Sehr schön, Pulisic. Isak.
Sagadu, das ist schön Zeit für uns. Danilo, Weigel, links auf Pulisic, genau, sehr schön. Ah, direkt in die Hände von Olsen. Laporte, Ecke für uns. Ganz, ganz wichtig. Damit konnten wir einiges an Zeit rausholen. Achtung, oh, sehr schön Danilo, sehr schön Danilo. Wichtige Gerätsche. Noch 4 Minuten. Man darf nicht vergessen, wir spielen seit der 25. Minute mit einem Mann weniger. Und haben es trotzdem geschafft, mehr Ballbesitz zu haben. In Zahlen 55%. Stand jetzt. Noch 2 Minuten. Sagadu, sehr schön auf Pulisic. Ach, schade. Jetzt am Ende noch so das 0:2. Das wäre krass unverdient. Würde den Spielverlauf mehr als auf den Kopf stellen. Abseits, sehr schön. 1 Minute noch Zeit. Für die Kopenhagener. 30 Sekunden. Ja, lass dir Zeit, Bernd. Lass dir Zeit, Bernd Leno. Lass dir noch mehr Zeit, komm. 20 Sekunden. Einfach mal 20 Sekunden rumgestanden. Ohne gelbe Karte oder nichts. Well, why not? Oma. Der hat es jetzt schon durchgesetzt. Schlusspfiff. 1-0 gewonnen. Scheiße gespielt. Platz weiß, aber wir haben gekämpft und haben es geschafft. Komm, ich bleibe dann trotzdem leidenschaftlich. Nicht gut gespielt, aber gewonnen. Bernd Leno war Man of the Match. Das sagt vieles über das Spiel aus. Okay, dann halt Ober. Sehr schön. Warnung aussprechen. Mehr aber auch nicht. So. Und wir mussten Götze nicht einsetzen. Der konnte sich noch ein bisschen ausholen. Ausruhen. So. Wie wichtig das war. Damit haben wir jetzt 2 Siege in Folge geholt. Beide auswärts. Und können jetzt in 2 Wochen, beziehungsweise genau in 6 Tagen, zu Hause gegen Kopenhagen alles klar machen fürs Halbfinale. Das wäre schon... Halbfinale in der Champions League, das wäre schon was Gutes. Finanziell und auch von der Reputation her. So, und ich verabschiede mich jetzt von euch in der nächsten Folge, weil es ja morgen um 13 Uhr erscheinen wird. Ihr kennt das Spiel ja schon. Ist dann das sehr, sehr wichtige Heimspiel gegen Leipzig, die zurzeit noch 3 Punkte vor uns sind. Ich hoffe mal, wir können das nach dem Spieltag auf 0 Punkte dezimieren. Ja. Und Köln mit einer unfassbaren Serie von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Siegen in Folge. Not bad. Respekt an die Mannschaft, wirklich. So, jedenfalls, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut. Ciao.